Ich ertrage mit Bürger mir gegenüber mal deftig werden, umgekehrt sagen, die liebe Bürger müsste es bei mir auch mal aushalten. Wenn es dann heißt, aber Staatssekretär, also das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch Sonne und Wind. Das war wieder so ein Tag, wo jetzt gerade mal bei 30 Grad die Sonne 8 Stunden runtergebrannt hat. LEW ist mein größter Energieversorger. Der hat 65.000 Photovoltaikanlagen allein in meinem Regierungsbezirk am Netz. Auch die von meiner Schwiegermutter. Und die von meiner Schwiegermutter, die hat die Schwiegermama nicht aus ökologischem Interesse auf ihre landwirtschaftlichen Dachflächen getan, sondern weil ihr der Banker gesagt hat, das ist eine gute Sache, da kriegst du das Geld von der KfW, hat die jetzt gerade kapiert, das Geld von der KfW. Und wissen Sie, nach 10 Jahren ist das alles getilgt und dann kriegst du, haben sie ihren, die Oma gesagt, das ist eine gute Sache, Bruder, das machen wir. Ich gesagt, Oma, mach das mit deiner Tochter und meiner Frau, und du, aber ich bin da außen vor. Nur wenn die Sonne nicht scheint, entschuldigen Sie, was mache ich denn an Tagen? Wissen Sie, was unsere Buchstabenkombination, die uns Sorge macht, heißt KDF. Da sagt man auch wieder, ja, typisch Polemik der Staatsregierung. Nein, es gibt Tage, nehmen Sie mal einen Februar, das, es gibt auch heute noch Tage anscheinend, wo man Minustemperaturen hat. Und es gibt Tage, wo Sie Minustemperatur haben und keine Sonne scheint und auch kein Wind bläst. Und dann sage ich, liebe Bevölkerung, dann seid halt bereit, nur einmal in der Woche zu duschen. Es muss nicht in jedem Kinderzimmer Fernseher stehen und der Computer oder sonst was. Lebt so, wie unsere Großeltern gelebt haben auf dem Bauernhof von meinem Großvater, wenn 2 Glühbirnen gebrannt haben, hat er gesagt, müsste eine eigentlich reichen. Nein, diese Gesellschaft hat einen ungeheuren Energiehunger. Und deshalb ist das für uns schon eine Herausforderung. Mhm.